Hallo, freut mich, dass ich heute bei WTF dabei sein darf. Mein Name ist Michael Flath. Ich bin an der Hochschule Esslingen Professor für Finance und Entrepreneurship und leite unser Startup Center Gründes, unser Entrepreneurship Zentrum. Und bevor ich an die Hochschule Esslingen kam, hatte ich Stationen bei der Bundesbank, der Europäischen Zentralbank und war im Investment Management Bereich tätig, unter anderem mit Venture Capital und Private Equity. Was ist das Besondere an Bitcoin? Und welchen Unterschied gibt es zum Euro? Der große Unterschied von Bitcoin, also der Kryptowährung, und dem Euro ist, dass der Euro als normale Währung von einer Zentralbank emittiert wird und kontrolliert wird, während hingegen bei Bitcoin ein Netzwerk dezentraler Rechner jede einzelne Transaktion abwickelt und beglaubigt. Sozusagen bei Bitcoin gibt es keinen Oberaufpasser. Und man kann jetzt sagen, dass Bitcoin quasi eine Anti-Währung ist. Allerdings, diese Eigenschaft ist in Deutschland nicht notwendig, in einem Land mit einem stabilen Banken- und Staatssystem. In Ländern, in denen eher eine hohe Geldentwertung hervorherrscht, also eine hohe Inflation gegeben ist und eher das Bankensystem instabil ist, ist Bitcoin populär, wie zum Beispiel in Nigeria oder Vietnam. Bitcoin ist ja Blockchain-basiert und generiert einen Block etwa alle 10 Minuten. Das ist zu langsam für die Supermarktkasse, oder? Taugt Bitcoin dann überhaupt als Zahlungsmittel? Was man mit Bitcoin kaufen kann, ist eine andere Frage. Im Darknet ist es sicherlich Drogen und Waffen, im echten Leben weniger. Wir alle bekommen unseren Lohn in Euro oder Dollar, beziehungsweise zahlen unsere Steuern in Euro oder Dollar. Das heißt, der Bitcoin-Kurs ist in Dollar gegeben oder in Euro. Und wie wir alle wissen, dieser Kurs schwankt sehr stark, hat also eine gewisse Achterbahnfahrt. Und jetzt extrem formuliert, wenn ich heute eine Pizza bestelle und ich die morgen bezahlen möchte, dann ist diese Achterbahnfahrt eher ungeschickt, weil ich nicht weiß, wie viel ich dann morgen schlussendlich für die Pizza bezahle. Und diese Eigenschaft, also diese Achterbahnfahrt, ist eher ungeschickt für ein Zahlungsmittel. Woher bezieht Bitcoin eigentlich den Wert? Generell hängt der Wert eines Gutes zum einen an der Tatsache, wie viele Menschen Nutzen daraus ziehen und zum zweiten, wie rar dieser Nutzen ist. Und die Anziehungskraft von Bitcoin liegt in dem Versprechen und der dahinterliegenden Technologie, nämlich ein dezentrales Geld, das durch, wie vorhin erwähnt, ein Netzwerk unabhängiger Rechner abgewickelt und beglaubigt wird. Und deswegen, wie ich vorhin erwähnt hatte, in Nigeria und Vietnam hat Bitcoin eine sehr hohe Anziehungskraft. Allerdings muss man auch sagen, Bitcoin kann auch quasi als digitales Gold benannt werden, denn die Menge ist begrenzt, die geschaffen werden kann. Und das Schürfen von Bitcoin ist relativ zeit- und energie- und ressourcenaufwendig. Das heißt, Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt. Und zum Dritten wird Bitcoin immer wieder angeführt, um die soziale Ungleichheit zu überwinden, nämlich mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit haben kein Bankkonto und können deswegen keine ganz normale Transaktion tätigen über ihr Bankkonto. Hier könnte Bitcoin Abhilfe schaffen, nämlich dass diese Menschen quasi über finanziell inkludiert werden sozusagen, dass diese finanzielle Inklusion gelingt, denn damit können sie dann regulär bezahlen mit Bitcoin. Dazu gehört allerdings mehr als nur normale Transaktionen zu tätigen, nämlich zur finanziellen Inklusion gehört auch der Zugang zu Krediten und Versicherungen und das bietet momentan leider Bitcoin noch nicht. Immer wieder wird diskutiert, dass Bitcoin umweltschädlich ist. Wieso denn? Ja, die Umweltbilanz von Bitcoin ist sehr ernüchternd. Die eine Kryptowährung als solches sehr energie- und ressourcenaufwendig. Und laut einer Studie der Vereinten Nationen verursacht jede Bitcoin-Transaktion ein 0,5 Pfund an Elektroschrott. Wie kommt dieser Elektroschrott zustande? Naja, in den sogenannten Kryptofarmen, ja, die die Blockchain-Blöcke erzeugen, die Transaktionen beglaubigen und abwickeln, muss die Technologie normalerweise 1 bis 1,5 Jahre erneuert werden. Und diese Spezialtechnologie wird meist nur verschrottet. Natürlich geht es auch umweltfreundlicher. Zunächst kann grüne Energie verwendet werden, um diese Blockchain-Blöcke zu erzeugen, zu schürfen. Zum Zweiten
kann dieser Elektroschrott natürlich recycelt werden. Und zuletzt kann die Methode, wie Bitcoin erzeugt wird, umgestellt werden. Bislang berechnen Millionen von Minern neue Blockchain-Blöcke, wickeln Transaktionen ab und beglaubigen diese. Dieses Proof-of-Work-Konzept könnte auf das sogenannte Proof-of-Stake-Konzept umgestellt werden, wie die Kryptowährungskonkurrenz zu Bitcoin, nämlich Ethereum, zumindest in 2022 plant. Nach dem Proof-of-Stake-Konzept wird gemäß eines Zufallsprinzips dann der Rechner oder die Person ausgewählt, die die Transaktion abwickeln und beglaubigen darf. Allerdings muss dann natürlich sichergestellt werden, dass die Person, die den größten Anteil an oder einen höheren Anteil an der Kryptowährung besitzt, nicht dauerhaft zum Zuge kommt und dann darüber belohnt wird. Gerade hatten Sie erwähnt, dass es neben Bitcoin auch noch andere Kryptowährungen gibt. Gibt es auch staatliche Ansätze für digitale Währungen? Ja, so sieht es aus. Die chinesische Zentralbank, die europäische Zentralbank und die US-Zentralbank, die Fed, haben alle sogenannte Central Bank Digital Currencies in der Tasche. Allerdings haben diese Central Bank Digital Currencies wenig gemein mit Bitcoin oder Ethereum. Sie wären eher ein Ersatz für Bargeld und da ist es sehr wichtig, dass die Menschen diesem digitalen Bargeld dann vertrauen. Allerdings vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung. In El Salvador wurde nach über 20 Jahren der sogenannten Dollarization, das heißt, El Salvador hatte den US-Dollar als Staatswährung eingeführt, nun zum September 2021 Bitcoin als Staatswährung eingeführt, also eine sogenannte Bitcoinization, wenn man möchte. Das heißt, die Menschen in El Salvador sollen jetzt alle nur noch mit Bitcoin bezahlen, entlohnt werden und ihre Steuern über dann auch mit Bitcoin bezahlen. Und es gilt natürlich aber auch da jetzt die Problematik, es gibt keinen Kontrolleur in dem Sinne, keinen Garant für den Wert von Bitcoin. Das heißt, wenn der Kurs schwankt, wenn die Menschen aus El Salvador mit ihren Nachbarländern handeln möchten, brauchen sie ja deren Währung. Das heißt, da ist auch wieder die Achterbahnfahrt des Bitcoin-Kurses gegeben. Wenn der Kurs also schwankt, dann schwankt er. Und wenn der Wert von Bitcoin weg ist, dann ist der Wert weg. Vielen Dank, Herr Professor Vlad. Gern, war mir eine Freude. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.